Der Schakal war schwach, wie die anderen. Er schrie, dass meine persönlichen Interessen diesen Krieg behinderten, dass mir Rache wichtiger als Eroberung sei, dass er mich töten wolle. Aber ich wusste, dass er das nicht tun würde. Er war zu schwach. Er schwor, dass er mit einer neuen Armee zurückkehren und dieses Land von dem zurückerobern würde, dem es dann gehörte. Ich sagte ihm, ich würde auf ihn warten. Die Schweine waren so gut wie tot. Sie hatten sich in die alte Burg ihres Vaters zurückgezogen. Und diese neue Armee würde ihnen folgen, sie vernichten. Ich musste diesen Krieg selbst gewinnen. Bis bald, Junge. Die Schweine sind in der alten Burg ihres Vaters gefangen. Und ihr habt eine Chance, das Land für immer von dieser verfluchten Familie zu befreien. Ihr habt zwei Aufgaben. Ihr müsst dafür sorgen, dass Swinefoot und Redham in der Burg bleiben, während ihr eine Basis für die Belagerung baut, mit der ihr ihnen ein Ende bereiten könnt. Okay. Egal. Jedenfalls, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meiner 19. Folge von Let's Play Stronghold 3. Mit den zwei kleinen Schweinchen. Das dritte hat wahrscheinlich schon der böse, böse Wolf verschluckt. Aber egal. Schauen wir uns mal die Hinweise an. Steigert eure Beliebtheit mit Bier und Gottesdiensten, um Steuern erheben zu können. Sorgt dafür, dass Bogenmacher und Armbruster schnell arbeiten, damit Bogen- und Armbrustschützen eure Burg von den Wellen aus verteidigen können. Ihr könnt auch außerhalb der Burgmauern bauen, aber vergesst nicht, eure Bauern zu schützen. Baut erst eine robuste Verteidigungsanlage für eure Burg, bevor ihr den Feind angreift. Brennende Wagen beschädigen Holzwände. Verwendet sie, um Graf Swinefoots Burg anzugreifen. Ha! Hab ich's nicht letztes Mal gesagt? Eine Strohburg gibt's wahrscheinlich nicht, aber eine Holz- und eine Steinburg. greift Bischof Redhams Burg mit Tribocken an, die sich in den Hügeln hinter Graf Swinefoots Burg befinden. Alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Und Action! Lasst uns unseren Film beginnen. Das allererstes mit einer... Platziert euer Vorratslager, my Lord. Ha, ich sag's doch. Das allererstes mit einer Konversations... Dingster, Bumster, Täterä und so. Passage. Egal, ja, jedenfalls. Zurück. Platziert euren Kornspeicherseil. Okay. Das interessiert mich jetzt. Ich will jetzt erst wissen, wo denn ihre Burgen sind. Da kann ich die Tribocke platzieren, schätze ich jetzt einfach mal. Das ist denn seine Burg. Ui, die ist aber groß. Oh, Moment. Irgendwie fehlt da noch was. Ach, da. Das ist die Holzburg. Alles klar. Ich muss durch die eine durch, um die andere zu kriegen. Oh, ich glaube, ich liebe in dieser Mission Tribocke. Ich liebe sie einfach, ja, ich liebe sie. Habe ich schon erwähnt, dass ich die liebe? Wahrscheinlich, oder? Egal, Kornspeicher und so. Richtig rumdrehen. Jawohl. Alles klar. Bam. Dieser Mega-Lag bei Titelwechsel bzw. Musikwechsel ist aber immer noch da. Sire, werden schon angegriffen. Männer aus der Burg nähern sich. Aha. Ja? Kommt da lang? Nein. Man kann nur... Kommt da überhaupt hin? Nein? Noch. Unsere Schwerter sind die euren. Was haben wir denn da? Bogenschützen. Kolonnenformation. Wow, endlich ein ordentlicher Bergfried hier, ey. Oh. Wir kämpfen tapfer. Cool. Okay, die machen meine Bogenschützen platt und die machen wir die... Die fangen die Schwertkämpfer ab. Werdet ihr uns brauchen? Kolonne bilden! Ja! So. Kampfbereit! Okay. Oh, ich kann da hoch. Kann man da auch hoch? Cool. Ziehen los! Naja, ja. Katapult ist okay. Jedenfalls wollten wir... Eins davon. Sire, befehligt uns! Wo ist der Kampf? Schlagt sie, Männer!
Macht den Streitkolben kämpfen! Schlagt sie nieder! Schlagt sie, Männer! Yep. Genau so. Erwarte Befehle! Sehr schön. Was sagt ihr, mein Lord? Hey, Unsere Schwerter sind die euren! Hallo? Auf damit! Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Was sind wir denn hier? Sollen wir jemanden schlagen? Unkultivierte Leute wir da, ey. Kämpfen tapfer. Ah. Egal, so. Was oh, yes. Für ein schöner yes, 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 Tag yes, 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 es ist yes. Sein. Das will ich. Für die Ehre! Oh ja, ja. Ich liebe sowas. Das heißt auch, ich kann Burggräben platzieren? Kann ich das? Oder hat das Ding eine Zugbrücke und die bringt mir einfach mal nichts? Cool. Aber ich kann sagen, ich habe eine Zugbrücke. Ach kommt, Leute, das ist nicht witzig. Ich speichere mal eben. Ja, und da bin ich auch schon wieder nach einem erneuten Laden. Aber hey, bei dieser Mission funktioniert das wenigstens. Menschen kommen zur Burg. Oh ja. Auf euren Befehl! Was soll ich sagen? Das Spiel hat sich erschossen. Abgeschossen und beendet und überhaupt und sowieso. Ja. Sowas kann das Spiel. Und zwar nach 10 Minuten Aufnahme. Das heißt, ich durfte jetzt gerade alles nochmal neu. Oder ich darf jetzt alles nochmal neu machen. Aber egal. Ich kann das ja auch nutzen, um die Kommentare zu verbessern. Haha. Das ist wiederum gut. Für mich. Für euch. Für alle. Unsere Schwerter sind die euren. Kolonne bilden. Bogenschützen, bereit machen. Kolonnenformation. Wo das ist sozusagen Ärger? Eine Win-Win-Situation. Kolonnenformation. Streitkolben bereit. Okay, Steinbrüche? Ach, ich habe ja noch gar nichts gebaut. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Ach, erzähl mir hier keinen vom Osterhasen. So. Kampfwechsel? Haha, ich wusste es. Immer wenn der Kampf wechselt, gibt es noch so einen Hänger. So ein kleines, süßes Hängerchen. Nicht, dass es süß wäre, aber ja. Okay. Wo gibt's Ärger? Kommt doch her, ihr. Gebt uns nur Mach ein euch Ziel. Messer. Bogenschützen unterwegs. Sollen wir jemanden schlagen? Da, Angriff. Bereit. Streitkolben bereit. Ja. Wir kommen Rennt in und so. Frieden. Schlagt sie nieder! Eure Hoheit! So, und Rückzug. Haha. Bin schneller als ihr. Badge. Sogar der ist schneller als die. Das gibt's ja gar nicht. Wo gibt's Ärger? Mein Burgherr cheatet. Der kann gar nicht so schnell sein. Der ist zu blöd. Wir kämpfen tapfer. Oder egal. Möge Gott mit uns sein. Ja, besser ist es. So, den brauchen wir auch dringend. Okay, lasst uns einfach weiterbauen, wenn die da niedermetzeln und so. Und rummetzeln und Metzgerei spielen. Und überhaupt und sowieso. Okay. Zack, zack. Erwarte Befehl. Alles klar. Kaputt machen. Ich bin so stolz auf euch, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Wenn jetzt noch Steine kommen würden, wäre ich sogar noch stolzer. Ach, das wäre ja so, nein, das kann gar nicht. Ich kann gar keine Steine kriegen. Ach, erzähl keinen. Lass uns doch mal was ganz anderes machen. So ganz nebenbei. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ich habe jetzt gesagt, erzähl mir hier keinen Socken. Das reicht schon. Jedenfalls. Steine. Steine. Oh, gleich zweimal. Okay, jetzt ist die Musik so ruhig. Jetzt muss ich auch mal ruhig sein.
Genau, ich habe vorhin erzählt, bei der anderen Aufnahme, dass ich es ziemlich lustig finde. Und zwar hat derjenige, der bei Firefly für den Sound verantwortlich ist, also der Sound Director, sich im Forum mehr oder weniger offiziell entschuldigt über den Zustand des Spiels und dass er das selbst auch total schade findet, dass es so ist und so. Befehligt uns. Und dass es, wie das halt so ist, einem Schöpfer auch irgendwie wehtut. Rauf auf die Welle! Ich würde sagen, ich kann meine eigene Welle kaputt machen. Die Menschen freuen sich über eine bevorstehende Heirat, sei. Und der große, große Scherz daran ist ja, finde ich jetzt zumindest, dass er derjenige ist, der seinen Job einfach am besten gemacht hat. Ich finde die Sounduntermalung richtig klasse von dem Spiel. Auch im Gegensatz zu den Vorgängern. Ich meine, klar, die hatten schon coole Sounds und schöne Musik und so, aber ich kann euch nur sagen, was der da geschrieben hat, von wegen ca. 40 Minuten oder eine Stunde neuer Sound und Musik und neue Geräusche und alles. Es stimmt. Im Gegensatz zu dem, was andere Leute behaupten, es sind nicht die alten Sounds. Nö. Die sind komplett neu. Was ist das hier? Ach, was heißt komplett neu? Das vielleicht auch nicht, aber es sind viele, viele neue Sounds dabei. Und ich finde, die sind richtig gut gelungen. Also macht es den Leuten doch nicht immer so schwer und jammert rum wegen sowas, es stimmt nicht. Schaut es euch an, bevor ihr irgendwas sagt. Und da soll sich jetzt bitte nicht jeder angegriffen fühlen. Ich denke, die Leute, die ich damit in Anführungszeichen beschuldige, wissen genau, dass sie gemeint sind. Bereit machen. Oder zumindest denke ich mal, jeder kann sich da selbst an die eigene Nase fassen. Gehen in Stellung. In Bewegung. Ich zum Teil auch. Ich habe mich auch schon über Sachen beschwert. Erwarte Befehle. Weil sie einfach ziemlich nervig sind. Schwertkämpfer, Vorlacht! Wobei der Sound ehrlich gesagt nicht dabei ist. Aber egal. Oh Moment, ich habe ja. Was? Oh, da war ja was mit einem Zeitlimit. Gib mir Stein. Nö. Die Menschen haben warme Gefühle für euch, mein Herr. Hab ich schon erwähnt? Nö. Ich brauch Waffen. Ich brauch alles hier. Gib mir Stein. Sollen wir jemanden schlagen? Neue Befehle, Sire? Du bist ein Tank. Renn da nicht hin. Steine, Waffenkammer. Jetzt aber mal hier. Flix sein. Ganz, ganz, ganz schnell. Oh, und schon kein Geld mehr. Sehr schön. Omega. So, wir haben 10 davon. Keine Armbrustschütze. 10 davon. Davon haben wir 10. Oh. Okay. Also ich brauche noch für eine Kirche und so. Okay. Was? 500 Gold für eine Kirche? Bitte was? Oh, Markt. Naja, natürlich brauchen wir einen Markt. Unsere Schwerter sind die euren! Wo ist der Kampf? Lasst uns nur in die Schlacht. Wir kommen in Frieden. Die sind tot. Ziehen los!
Bewegung! Okay, Sire, befehligt uns! Jedenfalls wollte ich diesen da machen. Nicht genügend Waren. Egal, ich brauche Geld für ein Ding und so. Ich finde es übrigens ziemlich lustig. Ich kämpfe gegen die zwei kleinen Schweinchen und was habe ich? Eine Schweinezucht. Haha. Lasst sie uns verkaufen. Genau, wir verkaufen die jetzt einfach. Wir töten die nicht. Nö. Die sind Sklaven hier. Zack, so. Okay, im Prinzip haben wir sie schon getötet. Wir verkaufen nur ihre Stücke da, aber... aber egal. Jedenfalls wollte ich genau diese. Jetzt brauche ich Steine. Gib mir Steine. Steine! Ach, kommt ihr. Ihr seid so langsam. So. Nächste Lieferung reicht. Ja, jedenfalls dieses da. Wir sind eure Leute. Okay. Ja, wir müssen uns so ein bisschen beeilen, da. Egal. Eure treuen Bogenschützen. Kolonnenformation. So, was machen die Steine? Oh, die Steine machen sehr schön viel. So, Kirche. Der Priester berichtet, dass unsere Vorräte an Kerzen wachsen, my lord. Oh nein. Juhu. So. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Was macht unsere Nahrung? Egal. Holz haben wir. Holz haben Guten wir. Morgen, eure Lordschaft. Genug. Ha, das ist übrigens ein schöner Tipp, Trick. Das ist einfach mal Tab drücken, dann ist das gesamte Hut weg. Bringt mir nicht viel, weil jetzt kann ich nichts mehr machen, aber schön für die Übersicht. Und ich habe keine Schmerzschmieden, richtig? Ja. Bringt mir doch alles nichts auf diese Art und Weise. Hä? Aha. egal. So, ich gehe auf größtenteils auf Nahkampf, also von dem her ist es egal. Fernkampf, von dem her egal. Aber sicher ist sicher. Und daher einmal das und dann Geld damit machen und eine nächste Schmerzschmiede. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Okay. Kannst nebenbei gehen, die Kerzen tiere ich nach unten und die Nahrung ist ja sowieso und so. Aber egal. Wir machen das. Können auch diesen da. Ich habe zwar keinesfalls das Geld für eine Belagerung und so, aber egal. Kann ich hier nicht und so diesen da? Haha. Das ist aber sehr schön. Ein Obstglockengarten. Noch. Ein Taubenschlag. Ein Tanzbär. Ach, ist das nicht himmlisch. Ist mal so schlecht für meine Arbeitsmoral, aber gibt ein bisschen Beliebtheit so. Wie sieht's hier mit Schwertern aus? Leute, ich habe einen knappen Zeitplan. Habt euch da nicht so. Das geht so nicht, was ihr da macht. Ihr müsst auch mal an mich denken, Leute. Ganz im Ernst. Jetzt müssen wir die Waffen wieder kaufen. Und wozu? Um dann wieder keine Rekruten mehr zu haben. Also echt mal. Was soll ich noch mit euch machen? Oh, ich werde belagert.
von relativ vielen Gegnern. Nicht gut. Bauern werden benötigt, Sire. Neue Befehle, Sire? Kolonnenformation. Bereit. Oh, unsere okay. Schwerter sind die euren. Was ist hier? Wieder marschieren wir. Lass mal die Zugbrücke runter. Männer an die Waffen. Eigentlich sollten die Gegner eingesperrt sein, nicht ich? Gebt uns nur ein Ziel. Erwarte Befehle. Habe ich das falsch verstanden? Komm so. Ein glorreicher Kampf. Möge Gott mit uns sein. So. Sire, die Holzfäller haben Angst davor, in den Wald zu gehen. Sie glauben, dass die Wälder verzaubert sind. Aha. Interessant. Bereit für die Ehre. Keine Ahnung, was ich denn dafür kann, aber... Vorwärts! Ich werde es wahrscheinlich rausfinden irgendwann. Wie auch immer. Neue Befehle, Sire, für die Ehre. So. Unsere Bögen werden singen. Bogenschützen unterwegs. Unsere... Achso, Egal, nein, ich bin kein Bogen. Denke ich. Hoffe ich. So. Wir kämpfen tapfer. Auf euren Befehl! Egal, gehen wir mal in die Offensive. Wir sind bereit. Ziehen los! Sollen wir jemanden schlagen? Macht den Streitkolbenkämpfern! Die sind so gewalttätig, ey. Sollen wir jemanden schlagen? Okay. Leute, macht mal eine Aggressionstherapie oder sowas. Würde ich nicht schaden, zwingend. Nicht genügend Waren. Kann ich das Ding auch da platzieren? Das kann da nicht platziert werden, my lord. Nur bei mir. Wo denn noch? Nein. Da? Auch nicht. Die wollen mich doch die wollen mich ärgern. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Verarscht mich halt. Männer an die Waffen! Es ist ein Belagerungscamp. Oh, tut mir leid. Um belagern zu können, müssen sie erst das gegnerische Gebiet einnehmen. Aha. Unsere Sehnen sind gewachst. Schwertkämpfer, vorwärts! Werdet ihr uns brauchen? Erwarte Befehle. Wir sind bereit. Augen auf, Männer. Oh, und mein Essen ist da. Ziehen los. Unsere Sehnen sind gewachst. Wo gibt's Ärger? Wir verschwenden unsere Zeit. Okay, ich würde sagen, ich speichere an der Stelle mal. Und schauen wir mal ganz kurz an, wie viel wir schon aufgenommen haben. Und würde sagen, das reicht erstmal für eine Episode. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Die zwei kleinen Schweinchen mit ihrer Holz- und Steinhütte. Oh, die schauen wir uns nochmal eben an. Die Holz- und Steinhütte, Burg, irgendwas. Auf jeden Fall Holz und Stein. Ja, Strohhütte, ja, das dritte Schwein haben wir ja schon im ersten Teil von Stronghold besiegt. Ach, wahrscheinlich. Und ja, wir sehen uns dann später und so. Jetzt muss ich ja doch nochmal speichern. Ach, Mann. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, weil ich dann Episode 19 wäre. Egal. Jedenfalls, bis dann und... Denkt dran, das Ende ist der Anfang von etwas Neuem. Sprich, freut euch auf die nächste Episode. Bis dann. Tschüss.